Moinsen und willkommen zurück bei einer neuen Folge Star Wars Knights of the Republic. Wir sind hier in der Sith-Akademie unterwegs von Korriban. Und wir können uns mal hier umschauen. Denn die Freunde sind, die Leute hier sind uns nicht mehr freundlich gesinnt, da wir ja ihren Master getötet haben. Bin ich mal gespannt, wen wir hier noch alles so ausradieren können. Ich glaube, alle. Ihr Machtsturm fressen das. Sind noch mehr Typen? Nee. Die sind schon alle weg. Schallgranate. Und hier ist keiner mehr, oder? Nee. Auch schon alle weg. Gut, dann schauen wir drüben nochmal nach in den Dingens hier, in den. Hallo, blöder Alpha-Wand. In den Schlafzimmern und den Schlafgemächern, ob da noch irgendjemand ist, der es würdig ist, von uns vernichtet zu werden. Bestimmt, oder? Jo. So, der ist K.O. Hinten vielleicht noch jemand? Nein, hier ist niemand. Ich schaue mir hier drüben nach. Hier ist aber auch niemand. Nee. Ja, noch 900 XP. Da ist jemand, ein Sith-Captain. Aber nicht mehr lange. Oh, da sind viele Sith-Captains. Es waren viele. Ein Bett. Und damit was machen? Nö, ich kann es anklicken, aber es passiert nichts. Schade. Ja. Hier hinten ist aber nicht weiter, ne. Gut. Und da drüben wird auch jemand sein. Also gehen wir wieder raus. Die Sith-Akademie hat sich ausgeleert. Das heißt, wir haben ja auch die Sternkarte gefunden. Das heißt, wir können jetzt unsere Reise fortsetzen. Ich muss seine Kameraden einsammeln. Ja. Bereit. Dieser blöde Droide schon wieder. Hä? Hey, der ist ja auch unfreundlich. Komm. Gibt's eine schöne Nackenmassage. Hier ist es. Oh, die sind ja alle tot hier. Oh, die beiden haben ein Level Up. Das schauen wir doch gleich mal rein. Ja gut, der kriegt wieder heilen, was auch sonst. Der kriegt reparieren. Gut. Klar. Dann geht's zurück in die Droschde-Siedlung. Die Druiden haben nichts für uns. Hast du ein Glück? Die haben dich in die Akademie aufgenommen, oder? Nur mich wollen sie nicht. Na, sei froh, sonst wär's jetzt tot. Ihr seid einer der Sith von der Akademie, oder? Sucht ihr vielleicht neue Schüler? Was? Ihr. Wieso kommt da extra so ein Dingens, so ein Bildschirm? Ach, naja, egal. Rodianer, Bürger. Euch gehört die Ebon Hawk, oder? Mann, ich wünschte, ich könnte mal so einen Vogel fliegen. Ja, wenn dir gefällt, dass dann sämtliche Sith hinter dir her sind, dann viel Spaß damit. Dann kannst du gerne damit fliegen, wenn du willst. Die Tür geht nicht auf, die ist nur Deko. Besatzungsmitglied. Ich bin nur mit einem Charka-Frachter hier. Ich habe nichts mit euch zu schaffen. Okay. Gut, und die anderen Leute haben auch nichts mit uns zu schaffen.
Da haben wir Korriban auch schon wieder abgeschlossen. Und da wir jetzt alle Sternkarten haben, nähern wir uns ja schon dem Ende zu. Schön zu sehen, dass die Hawk noch immer unbeschädigt ist. Ein wundervolles Schiff. Jo, was wisst ihr von der Ebbenhawk? Oh, ich habe das kleine Schiff schon oft gesehen. War früher ein Schmugglerschiff für die Tauschhändler, oder? Korriban ist weit vom Schuss, was die Tauschhändler sehr schätzen. Ihr müsst euch keine Sorgen darüber machen, dass ich irgendetwas sagen könnte. Es kümmert mich nicht, was ihr mit eurem Schiff macht. Es ist nur so, dass die Hawk praktisch fürs Schmuggeln geboren ist. Kann ich euch ein paar Fragen stellen? Sicher doch. Ne, gut. Gut. Es ist mir alles schon, die muss man nichts mehr fragen. Wir haben ja schon alles erforscht hier. Was heißt, dass wir auch wieder auf unser Schiff gehen können? Die Ebbenhawk. Und da fällt mir noch was ein. Wir haben ja Quest. Unerledigte Geschäfte, genau. Das war ja ein Außerirdischer namens Lurz behauptet, dass an Bord der Ebbenhawk ein Container mit Gewürz versteckt ist, den ihm David versprochen hat. Nachdem ich ihm das Gewürz übergeben habe, verrät er mir den Sicherheitscode RED47. Er müsste vielleicht im Frachtraum hinten stehen. Halt, bevor wir da hingehen, gucken wir nochmal in die Werkbank rein. Wir haben ja ein paar neue Kristalle gekriegt, wenn ich mich nicht täusche. So, der Fürkan. Nee, da war's nicht. Luxum? Nee. Solari. Schadensbonus gegen dunkle Seite 1 bis 8. Schadensbonus physisch 3. Das ist ja krass. Das Dumme ist, ich kann noch nicht einsetzen, denn ich bin noch nicht genug, habe noch nicht genug Punkte für die gute Seite. Oder? Ja, ich bin noch neutral. Egal. Vorräte? Ja. Sektor, das muss hier hinten sein, oder? Dieser Geheimraum ist immer noch abgesperrt. Zugangscode eingeben. Red 47. Der Geheimraum ist jetzt offen. Was ist da drinne? Gewürz. Und jetzt? Ich muss die Lurz auf Korriban bringen. Okay. Dann schauen wir doch mal zu dem hin. Vorräte, ist da eigentlich noch was? Nee. Also nochmal rausgehen und mit dem Lurz sprechen. Freunde brauchen wir jetzt nicht. Ja, gut. Wo war denn dieser Lurz? Hier irgendwo war der doch. Gleich am Anfang? Was nicht schon wieder? Yikukuno noba mulira chikun. Tong hicht kun chonching. Da bin doch ich der dunkle Todesse. Ich bin der dunkle Lord Essef. Gut, der glaubt uns sogar. Das erste Mal, dass mir einer glaubt, dass ich Revan bin. Woher wisst ihr, wer ich bin? Aha, ein Händler mit seltenen Artefakten. Könnte auch als Grabräuber bezeichnen. Ihr gehört zur Exchange. Runde die Hotonga Kun Honkabi.
Nicht, wenn wir ein Jedi mit dem Schiff herumspazieren. Nur die Frage, ob die was dagegen tun wollen, oder? Nicht. Kommt zu Punkt. Woher kennt ihr meine wahre Identität? Tag, bist du Bunko Kukimakpanka? Sing Palachiska Mule, Tunarana, Nu Prata, Dunko Sicha, Duma, Wamama, Tux, Keva Toma. Nishai Julorcha, Kinkuno Bule Rajikun. Kuyami Jus Chikata na Patogaya, Fulki, Kokogala Gigi. Gawanabot Atagua, Kagidora, Tikun, Watatimona, Iabola. Quellen? Welche Quellen? Shagji locha wana wama? Kava volpa mulji gumuna? Kinshun shishine. Ach, Bestechung. Nobale mule raji. Das älteste Geschäftsfeld der Welt. Wana mon kuzbes. Chilipula mulang. Tude rana prata. Dunko. Suche domam toma? Manaman atota. Hakki jukrata bola shui chongatong. Chongkin no bunka mule ra kunkile. Kunkile no ba. Watende chokolo ono ono ku mulera tong haitwam jiji jom lumpa nita poe tikito dolpa da bongwaleo gandona chuchut kachi chu ita dundonga yuma lita kuto dun jila mulane nindu bobo wanga kumbistang ba mulera kachi kun ita hodonga yikin kuno ba mul. Gut. Was hat das mit euch zu tun? Okay. Zeig mir den Krempel. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass das in der Station bei Yavin 4 ist. Ach nee. Mikadorin. Okay. Hört sich gut an. Gut. Dann schauen wir mal. Premium-Händler. Dann schauen wir mal, was der Typ so für Zeug für uns hat. Mikadori. Wir suchen nach den Lurz. Gut, hat er ganz schön viel darum gequatscht, nur dass wir... bei ihm was kaufen. Oder bei seinem Kumpel. Gucken wir mal nach. Lutz Cash. Das ist der Typ, der die Gewürze haben will. Ja, hier sind sie. Ich will weder das Geld noch das Gewürz hier. Weg damit. Woran denn? Mutter, der Hut auf Tatooine war doch eine Kiste von mir. Okay, wir sollen eine Kiste transportieren. Was passiert, wenn ich die Kiste öffne? Okay, das hätte schreckliche Folgen. Ihr wisst, was ich mache, oder? Ist es eine Bombe? Okay. Okay, wir dürfen die Kiste nicht öffnen. Also, mal gucken, was drin ist. Mikadorin. Da bist du ja. Zeig mal, was du für Premium-Gegenstände hast. Ihr habt besondere Gegenstände, sagt Sia Krom. Ja, komm, nerv nicht. Ich bin froh, dass ihr das Licht gesehen habt. Was habt ihr zu verkaufen? Ja komm, red nicht zu viel und zeig mir dein Zeug. So. Lebenserhaltungskits. Okay. Faserpanzeranzug. Brauche ich nicht. Das ist ganz so schlecht. Thermalsenator, Stabilisationsmaske. Die sind gut. Ganz schön teuer. Ich kann die Implantate alle nicht verwenden, das ist kacke.
Passakotten. Also die Panzerhandschuhe würde ich mir kaufen. Ja, komm her damit. Ich verkaufe dir ein bisschen Zeug. Hier irgendwelche Waffen oder so ein Scheiß. Ja. Das ist doch eh nicht die scheiß Schotter hier. Das verbraucht nur Lagerraum. Oder tut's nicht, aber ist halt viel, was ich immer durchscrollen muss. Ja, scheiß Blasterpistolen, braucht kein Schwein. Ja, weg mit dem Kack. Ja, tschüss. Ionenblaster, ja, weg damit. Weg, 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 weg. Alles weg. Den behalte ich. Hier habe ich auch besseres Zeug. Wer benutzt denn sowas schon? Meine Leute haben alle schon ihre Ausrüstung, da brauche ich das nicht. Tula Kurz Maske kann ich eh nicht benutzen. Weg damit. Sif Maske brauche ich nicht, oder? Kann ich auch nicht benutzen. Das ist alles so ein Zeug, was kein Mensch braucht. Okay. Jetzt habe ich ja wieder 29.000 Credits. Okay, ziehen wir mal die anderen Handschuhe an hier. Da haben wir jetzt nämlich deutlich mehr Stärke zur Verfügung. Jo. Gut für unseren Lichtschwertkampf, der sowieso nicht so stark ist. Okay, haben wir das hier abgeschlossen. Und wir gehen zurück auf unser Schiff. Wo wir eine Kiste haben, die wir nicht öffnen dürfen. Auf keinen Fall. Und ich denke mal, in der nächsten Folge schauen wir mal, was in der Kiste so drin ist, ja? In die Zeit ist auch schon wieder fortgeschritten. Wir schauen mal, ist die Kiste da? Ja, seltsame Kiste. Okay, und was in der drin ist in der Kiste? Das sehen wir das nächste Mal. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und schalt doch dann wieder ein. Bis dahin, haut rein. Ciao.